mir schwummrig, kann immer noch sehen. Jetzt kann ich was sehen. Only you. Na, da ist ein Besteck jetzt raus. Mach doch, du kleiner Psychopath. Ich hab doch keine Angst vor dir. Meine. Wer von uns beiden ist mehr als Psycho? Waren die Ersten, die mich die Macht. Das ist eine gute Frage. Ja, lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz. Und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und Zack habe ich auch. Der ist geil. Ja, das ist echt gut. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war... Er will mich doch nicht jetzt tätowieren, der Spinner. Ist cool. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war... Ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich Ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu bestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Da hängt ja jemand vor der Decke. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Sehe ich nicht. Ich lehre dich das Wort, ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also, wer möchte zuerst? Ich. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. So, wie befreie ich mich jetzt? Wir können mit dem Stuhl wubbeln. Hä? Ja, aber wir können nach vorne wubbeln. Hier ist doch irgendwo ein bestimmter Schrauben drin, oder? Ist das nur eine Person jetzt, der das macht, oder was? Ja, das bin ich. Weil eben ging es rückwärts und ich habe nach vorne gemacht. Ja, ich hab ja wubbeln probiert. Jetzt wubbeln wir runter. Au, 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 au. Ei. Aua. Wir sind hart in Wubbeln. So, ich will meine Laserpistole. Ich will dir Schmerzen zeigen.
Wieso bist du jetzt auf einmal da? Was denn? Das ist mein Wubbelabenteuer. Und ich möchte John danken, dass er mich von meinem... Sehr gut. Achtung, hinter dir, hinter dir. Hä? Vor mir, ach so. Habe ich denn keine Pistole? Muss ich die noch nehmen? Ja, die hast du jetzt. Ja. Du hast eine Pistole, ich habe keine Pistole. Echt nicht? Cool. Warte, kannst du haben. Nein, weiter, weiter, ich brauch keine. Ich will meine Handkills. Hier, probieren wir. Hier ist eine Pistole. Achtung, hinter dir! Ja, ja. Hier ist eine Pistole. Ja, gleich. Bring sie erstmal um. Ah, shit! Ja, ich, ja, ich bin jetzt auch tot. Ah, macht nix. Dann... Ah, ich hab immer noch meinen netten Kopf. Ah, schön. Nein, nehme ich die Pistole jetzt doch. Ich wollte es eigentlich auch so alles Geboxe machen, aber... Ja, arbeite du doch mit der Pistole. Du hast doch denn eine. Also derjenige, der zuerst eine Pistole hat, hat die Pistole. Und der zweite kriegt dann die nächste Pistole, die dann auf dem Boden ist. Ja. Los geht's, los geht's, los geht's. Escape. Da. Aber hier ist doch schon was, ne? Knüppel. Nehmen. Ja. So, Pistole, wer nimmt die? Ja, ich hab sie jetzt genommen. Okay. Okay. Oh, der hat auch eine Pistole. Warte, ich geh mal hier rum. Ei! Die können aber ganz schön was ab. Ja. Erstmal looten, ne? Ja. Hier ist noch eine Schaufel. Das ist ja cool, habe ich noch nie gehabt. Ich habe eine Schaufel. Bist du bei mir? Nein. Ich bin weit hinter dir. Ah! Was passiert? Bei mir schwarz. Cutscene. Cutscene. Also. Wir können da durchgucken. Ich hab mich so verjagt. Da schaust du, ne? Warum rennt er weg?
Oh, 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 Gas, Gas, Gas. Ein bisschen Gas muss sein. Oh ja, weiter rennen, weiter rennen. Ich wollte gerade meine Schaufel laden. Hat ihr alles in Ordnung? Ja, ich hab ein Maschinengewehr. Ich glaube, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Ja, du hast jetzt ne Dings da hier, wie heißt das? Baseballschläger wieder. Ja. Na komm, nehmen wir mal Pistol. Deine Sünde verzehrt, mach dich blind gegenüber dem Land. Oh, 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 oh. Also, bin tot. Scheiß ich auch. In dem gleichen Moment, Mann, ich wollte gerade zurückgehen. Da dürfen wir wohl besser nicht so rausstürmen, glaube ich. Ja, aber da kommt so viel Spice hinterher. Das ist doch geil. Oh. So. Ach, wir sollten uns gar nicht aufhalten hier. Einfach rauf. Ja. Ich hab nix hier looted. Irgendwie hatte der eben noch eine Dings. Hast du keine MG? Waffe. Hast du keine MG? Nein, hab ich nicht. Nee, das brauchen wir. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben! Lasst ihn daran ersticken! Siehst du deine MG? Ich nicht. Ah, hier, ich hab jetzt eine Pampe. Dass du siehst, wie vergeblich du dich mühst. So, Pumpgun. Auf kurze Actions ist ja geil. Komm raus. Ja, ich komme. Die Zeit läuft ja auch schließlich, gell? Schließen sich, Deputy. Die letzte Chance zu gehen. Tschüss dich. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Die Gestalte vieler Menschen leben einfach so aus. So, jetzt rausrennen, einfach rausrennen. Wegrennen, ja, wegrennen, wegrennen. Du bist gut, ich stehe mit fünf Mann vor mir hier. Jag den Zünder aus der Anlage, soll er fliehen. Komm, wir fahren mit dem Auto raus. Wo bist denn? Gray! Ja, ich bin über dir. Siehst du? Das ist die Macht des Ja! Ups. Ja, du bist mit einem Anhänger oder irgendwas hängen geblieben? Mit einem Anhänger? Komm aus dem Gebiet! Gib Gas! Ja. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Ich nehm die Abkürzung hier runter. Ja, aber nicht den Baum. Verlasse diesen Ort. Frisch deinen Jetron in dich hinein. Ja, rückwärts fahren ist auch gut. Nee, ich wollte eigentlich lieber vorwärts fahren, aber es nützt nichts. Ich muss rückwärts. Jetzt vorwärts. So. Der fährt so komisch, ich bin das nicht. Verdammte Scheiße, Jungspund. Ich hab die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich hab gehört, dass John dich erwischt. Fahrhilfe an? Wieso an? Das war nicht Shift. Was war denn Fahrhilfe nochmal? C? Spät. Nee, hier, Shift. Ah, okay. Jetzt geht's weiter, jetzt kann ich fahren, jetzt zu Ende, toll. Ja, puh, sind raus. War doch witzig. Ja. Oh, der, was fährt der so doof? Was ist denn hier überhaupt? Nix. Die haben nur gammelige Waffen, nicht? Ja. Nur zur Info. Lass uns mal irgendwo hinfahren, wo wir links da was kriegen, oder? Warte mal.
Danke. Gott sei Dank. Wir sind gerade einen Scheiß zusammengefahren da. Ich hab nur gesehen, Schnellreise, bloß weg. So, hier müssen wir bestimmt ein Verbündeter sein. Ja, Waffen. Muss ich jetzt meine ganzen Waffen wieder ausrüsten? Ja, natürlich. Das ist doch doof. Wieso wird das nicht automatisch? So, wo habe ich jetzt meine Waffen? Da ist mein Raketenwerfer. Ich will meinen Raketenwerfer haben. Die hatte ich, glaube ich, da. So. Den Raketenwerfer, wie will ich den immer haben? Ich will den haben. Das hier. Ja. Das hatte ich, glaube ich, mal. Das macht Sinn. Da geht's nicht. Da. So, Pistol. Was ist das denn? Wow. Ach. Nee, der sieht doof aus. Ah, der sieht auch doof aus. So. Was brauch ich denn hier? Egal. Ich brauch noch mal Maschine. So. Und? Guck mal, was ich für eine schöne Waffe hab. Erinnert dich das woran? Das dauert bei mir noch. Ach so, okay. Ich muss leider noch ein bisschen was machen. 3, 4, 2. 1 ist noch ein bisschen doof, oder? 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Ne, da müssen wir nochmal irgendwas kaufen. Was nehmen wir denn da? Ach, so eine Laserwaffe ist echt kacke. Ein Bogen. Ja, das nehmen wir doch mal. Oh ja, das sieht gut aus. Wie teuer ist das denn? Pharao. Mit Verlaub, das sieht scheiße aus. Sniperle. Okay, jetzt geht's mir jetzt nicht. Eins. Ich hab ne Zwille. Zwille ist auch witzig. Hast du schon gehabt? Nee, aber ich finde, die sieht witzig aus. Wir hatten den Flieger abgeschossen. Du warst es nicht, ne? Du bist doch am Kaufen. Sag mal, kann man das MG nicht bemalen, oder was? Ja. Ich guck nochmal, das kann ja herausschneiden. So. Wieso bewahlst du deine Waffen nicht? Ja, da müsste ich ein neues MG kaufen. Gut. Kann ich aber nicht, glaube ich, wenn ich schon hab, ne? Oder? Nee. Mist. Wir haben das M60, ne? Oder nicht? Im Besitz. Scheiße, Oder? So. Ich hab's im Besitz. M60, nehme ich das mal da rein? Ah! Ich hab das nochmal gekauft. So, jetzt muss man kurz gucken. Habe ich jetzt alles zusammen? Das ist schon witzig. Der ist witzig. Wie viel Schuss habe ich denn eigentlich hier? Ja, ich wusste, das ist ein Scheißding. Ich habe das jetzt nochmal gekauft. Nur damit ich es bemalen kann. Und die Farben sind echt doof. Welches Snipergewehr haben wir eigentlich gehabt? Das war das MP. Nee, das SAR-50 war das, ne? Ja, ja.
Das SA-50. SA-50. Ja, das... Nein, mir fiel das Geld. Zurück, scheiß drauf. Oh ja, ich habe auch voll viele ausgegeben. Sehe ich gerade. Prestige. Ja, komm. So. Was auch immer damit gemeint ist. Hä? Wieso habe ich jetzt den Baseballschläger in der Hand? Ach so, da. Ist ein Witz. Die haben mir die ganzen Granaten alle geklaut. Muss ich auch noch kaufen. Ja. Mano. Mein Geld ist komplett alle. Ich habe auch kein Geld so richtig. Ich habe 82.000. Wer was ballert auf uns? Ein Scheiß. Ja. Oh, 4.000 für Muni. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh ja, das hört sich gut an. Ah, mein neues Maschinengewehr gefällt mir. Gut, das könnte man craften, aber das kostet Zeit. So. Medpack und sowas alles wieder gekauft hier. Guck mal. Ja, scheiße, ich habe kein Geld mehr. Ich hab's jetzt in Gold. Ich dachte, wir sind am Arsch. Was hast du in Gold? Ja, dafür habe ich ihn hier schön wohnen. Und was hältst du von meinem neuen Maschinengewehr? Wieso ist der Sniper nicht bunt? Du. Schön. Was hältst du von meinem neuen Maschinengewehr? Oh. Voll, hör dir mal an, wie das sich anhört. Ja, die hatte... Oh, das ist bekannt vor, nicht? 3000 Kadenz hat die oder so. Die war schneller als die anderen. Ja. Wegen dieser komischen gedrehten Feder da. Ah, guck mal, was da kommt. Doppelt gedrehten Feder, sozusagen. Scheiße, den darf ich nicht ballern. Ich glaube, der ist auf der Hupe gefallen, oder? Er ist tot. Bossy Bear ist weg. Ja, ich habe eben, glaube ich, 20.000, 30.000 ausgegeben, du? Ja, also ich habe null Geld. Ich hatte irgendwie 18.000 und bin auf null. Headshot mit der Zwille. Sind die böse? Ja. Weiß ich nicht. Hä? Warum rennt er weg? Warum rennt er weg? Wieder 8 Dollar, das machen wir 1000 Mal, haben wir wieder das ganze Geld zurück, ne? Mission noch wieder? Nicht mal. Ach, wir haben einen Pepper versteckt, dann geht das wahrscheinlich wieder. Ja doch. Wo ist denn der hingefallen, ja. Der Typ? Der ist explodiert. Ah, ich brenne. Gasbrand. Nicht atmen und dann boom. Oh. Das war knapp drüber weg, hab ich im Scheitel gezogen. Martin, hier ist eine Geisel. Willst du die quatschen? B quatschen? Nö, mach mal, ich bin hier unten bei den Diamanten. Bitte hilf uns. Scheiße. Ich will meinen Pepper versteckt haben, da gibt's mehr Geld. Bist du denn?
Zum Diamanten renne ich gerade runter. Alter, das ist ja komplett verbrannt, die ganze Farbe. Okay, hört sich gut an. Oh! Ei, 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 ei. Ich brenne. Ja, ich warte auch gerade, bis das Feuer ein bisschen zurückgeht hier. Den Bunker gefunden habe ich. Ein Haus müssen wir jetzt rein. Rennen die alle? Ja, ich brauche doch Molly-Kills. Nicht erlösen, ne? Der muss verbrennen. Was war das? Baumstamm gestolpert. Das. So. Wollen wir mal hier das Prepper-Versteck suchen, ne? Was ist doch hier drin? Wo geht's denn da rein? Wo geht's denn da rein? Wo geht's denn da rein? Da geht's auch nicht rein. Da brennt's, aber da bist. Ah, hier geht's bestimmt rein. So. Da komme ich nicht rauf. Was ist das für eine Scheiße? Hier komme ich rein. Ja, reingekommen bin ich auch. Aber wie geht's weiter? Hier. Oder. Ja, hier. Hier. Da, da. Achso, in hier war da. Moin, moin. Moin, schön arschig. Panda. Licious. Ups, ups. Aua, was war das? Das war was, was explodiert ist und runtergefallen ist. Oh, hier unten gibt's einen Anrufbeantworter. Raid Time! Danke, danke für den Raid! Vielen, vielen Dank! Und willkommen bei Grey und Top Seely! Die beiden alten rocken hier Far Cry 5. Übrigens, falls ihr Interesse habt an Far Cry 5... Ubisoft hat wohl noch einen draufgelegt, wie ich gehört habe, von Grey, ne? Und das die ist Gold jetzt... Gold Edition gibt's wieder für 18. Für 18 wieder, okay. Ja. Und die Standard-Edition, die war, glaube ich, bei 7 oder so. Bei 7? Die war sonst bei 12, ne? Ja, das war jedenfalls billiger. Noch günstiger, weil, ne? Hammer. Weil Ubisoft hat jetzt einen Sale drin und du kriegst, glaube ich, Far Cry 2 für 3 Euro oder so. Wer Interesse daran noch hat. Das war der 3 erste Euro. Teil, wo diese... Ja, bei Gold. Ich kann nur empfehlen, Gold zu kaufen. Da ist es ja schon gleich mit bei. Aber wenn man jetzt kleines Geld zur Verfügung hat, dann ist diese 3 Euro sicherlich... Sind diese 3 Euro sicherlich gut investiert. Für 3 Euro ist Far Cry 2. Das, ach, 2? Ich dachte 3. Ich hatte ja immer akustisch 3 verstanden. Okay. Nee, das war 2. Hast du hier diesen alten Sitzball da vorhin safe gelegt? Oder so, weg damit. Nee, das hast du gemacht. Ich mach sowas nicht. Dann lurk mal schön, Nessie. Mach ich auch mal. Ich bin der Lurker cool, schlechthin. So, ja. Warum ist dann Fepper-Versteck? Weiß keiner. Raus hier. Raus hier, sagt er. So.
Den ganzen blöden Weg zurück? Nee, Gott sei Dank nicht. So, danke. Nö. Komm durch da. Zwäng dich durch. Können wir noch ein bisschen mal looten, wie es aussieht? Das Haus sieht auch nicht, das hat aber die besten Zeit. Die Tage sind vorbei, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Und looten ist hier nichts mehr, aber da vorne ist wieder einer, der uns das nächste Versteck gibt. Weißt du, das rote Dreieck da hinten, oder? Nee, hier, er hier. Hier kann man auch angeln wieder. Dann mache ich dir eine Mietfischen. Scheiße, Gray. Ich hab keine Angel. Bis nächstes Mal. Ich auch nicht. Spiel mit dem Feuer. Los, lass mal sehen. Ich hab keine Angel. Ja, komm, nächstes Pepper-Versteck. Wir brauchen Geld. Dann kannst du auch vielleicht eine Angel kaufen. Tausche M60 gegen Angel. So ein Mist. Dass da uns alles weggenommen wurde, du, das ist aber heftig. Ja, aber das ist doch normal auch nicht ist richtig. So. Ja. Was? Also du lässt, wenn du einen Captain nimmst, also sämtliche Waffen bei ihm. Respekt. Hast du da wieder rumgesprengt? Nein. Hä? Der ist hinterm Baum. Übrigens, die Pistole, die ich habe, die verschießt Raketengeschosse. Okay. Deswegen hier oben, meistens hier oben ist noch ein Rucksack. Zack. Gelootet. Mann, du sollst einfach reingehen, Manu. Hast geguckt, was du machen musst? Wo ist der Rucksack? Rucksack steht mal oben drauf. Ach, offen. Da oben. Ja. Ja, weil die Sachen da drin brauche ich jetzt auch. Aber Dings hast du gemacht, ne? Prepper von Stack da? Ja, ja, okay. Ja, ja. Aber jetzt muss ich erstmal rauf. Achtung, hinter mir! Oder auch du nicht. Hast doch einen Laserbeamer da. Was macht der denn da? Keine Ahnung. Wo ist denn der jetzt hier denn da? Wieso ist das noch so hektisch hier? Ach, das ist ja echt. Bisschen overpowered, ne? Willst du die mal wegstecken? Ich finde die interessant. Vielleicht kann ich Fische schießen, wenn ich schon keine angeln kann. Spielst du immer noch mit denen oder was? Ja. Guck mal, wenn du ins Wasser schießt, wie realistisch das aussieht, ne? Vor allem auch noch je Waffe ist das anders, ne? Machen wir das hier. Oh, das tut weh. Aber ich muss meine Molotov-Skills vollkriegen, deshalb wechsle ich mal wieder auf Mollys. Was klacken? Ah. Es gibt wieder Kohle, das ist gut. Ja, ich komm. Ich hatte eben nur was gehört und da wollte ich jemandem zur Hilfe kommen. Aber ich war wieder einmal zu late. Und Spiritosen gibt es und Molotov-Cocktails, aber die habe ich schon alle selbst gemacht. Ja. Oh, hier lief's Angel. Die Tür ist zugegangen. Nein, wo? Nirgends. Nur Pfeile und so. Ich will eine Angel haben wieder. Mensch, ich hab mir extra beide. Ich hab. Sag mal, kann man die Ratten. Doch, da. Ich hab ein Rädchen erschossen. Eine Ratte. Aber die kannst du nicht looten. Oh, hier ist ein Klappersnack. Ja, hier war auch ein Bär, der ist aber jetzt weg. Man sieht nur noch das Blut. Den Bären siehst du auch nicht mehr, ne? Ne. Ich konnte ihn noch looten. Oh, ich sehe ein Auto, was ich looten muss.
Haben wir den nicht gekriegt? Doch, wo ich sagen. Das doch, haben wir. Kann ja nicht sein, hier. Los, machen wir alle. Ich habe eben Laser gesehen. Oh. Wir wollen nur, dass ihr etwas zum Anziehen habt. Es braucht schon mehr, um mich zu erledigen. Ich habe eben Rotpunktvisier gehabt. Oder hast du ein Rotpunktvisier gerade? Ich zieh mich zurück. Ich habe ein Rotpunktvisier. Ah ja, okay. Ist das das oder so? Ich habe das eben gesehen und dann denke ich, da, hä? Muss nicht. Damit habe ich geballert. Ich habe die Lawrence gewarnt, ihr im Bunker nicht so nah ans Wasser zu bauen. Das Ding wird ständig überflutet. Was nützt die beste Ausrüstung, wenn man nicht rankommt? So. Tiefseetaucher, das ist doch wieder was Schönes. Ah, sogar fast so Mäcke. Ja? Ah, hier, komm, nächster Bunker. Okay, da sind wir dabei. Und es gibt Kohle. Du musst erstmal wieder auffüllen, ne? Ja, deswegen ja. Aber ich sag mal, wenn sie es ganz realistisch machen wollten, ne? Oder gut, das Geld kann man auch irgendwo unter dem Kopfkissen haben. Aber ich wollte sagen, wenn man es ganz realistisch, dann wäre das ganze Geld auch weg. Aber das schleppen wir ja nicht mal mit rum, ne? Das haben wir wahrscheinlich zu Hause. Das habe ich auf der Bank. Ja. Einer der schwersten Gegner hier, diese Ullen Turkeys. Oh. Die Turkey war da eben. So, krieg ich jetzt meine Molly-Kills hier voll. Nicht, wenn Grady alle erschießt. Autsch. Ich bin doch gar nicht so böse. Ich wollte nur ein Web erschießen. Ja, aber ich glaube, da kriege ich auch so irgendwie automatisch. Da gezielt drauf zu gehen, ist, glaube ich, Verschwendung. Verschwendete Zeit, Energie. Hier ist noch einer. Schönen Tag, meine Schwester sagt. Moin, moin. Wird regelrecht belagert.